Hallo und herzlich willkommen zum besten Deckprofil aller Zeiten. Da spielen wir einmal unseren Kaiser, seine Tochter, die Prinzessin, dann eine Hexe, um die Gegner zu verfluchen. Eine sichere Zone brauchen wir natürlich auch. Dann haben wir unsere zwei Leibwächter. Wir brauchen unseren General für unsere Armee. Hier ist unser General. Das ist unsere Armee, die wir aufbauen wollen. Hier unser Hauptmann, der ist motiviert. Und um vorzurücken, brauchen wir den Marsch. Dann haben wir noch weiter unseren Hexenmeister oder Hexendoktor mit seinem finsteren Gefolge, sein Kaninchen, der Blutsauger, damit der Gegner zum Vampir wird und wir die Kontrolle über ihn haben. Das Kaninchen schlägt ihn ab. Eine Motte, die krabbelt dem Gegner in den Ohren rum dann. Der Alligator, damit er nicht mehr über die Brücke kommt. Dann der Gorilla, ja, der bringt die Gegner in Bedrängnis und zündet sein Feld an durch seinen Atem. Dann unsere Katze, damit der Gegner immer unglücklich ist. Die löst dann zum Beispiel ein Erdbeben aus. Und dann können wir noch sein Deck komplett einmal verwüsten. Und dann muss er seine komplette Hand fallen lassen. Dann machen wir weiter, dann spielen wir noch den Käfig, um den Gegner einzusperren. Wir brauchen natürlich eine Spionin, damit wir immer wissen, was er gerade vorhat. Um ihn ins All zu verfolgen, brauchen wir natürlich noch ein Raumschiff. Und wenn wir lustig sind, spielen wir mit dem Gegner noch eine Runde russisch Roulette. Da können wir dann auch nochmal würfeln. Dann machen wir weiter. Wir brauchen natürlich auch einen Wächter, der unsere Krone beschützt. Im Arsenal haben wir dann noch einen Panzer, einen Weltpanzer und ein Schild. Und wenn alles Stricke reichen, dann haben wir noch das ABC zur Verfügung, damit der Gegner nicht mehr daran vorbeikommt. Er muss das ABC dann erst noch besiegen. Dann so gut wie zum Schluss spielen wir noch einfach, weil wir es können, ein paar Frettchen. Weil wir brauchen einfach mehr Frettchen. Ja. So viel dazu. Und wenn der Gegner sogar durch die Frettchen kommt, dann legen wir ihn einfach eine Armee aus ganz vielen Apparaten hin, wo er nie durchkommen wird. Hier, Apparate en masse. Also, wenn ihr dieses Deck 1 zu 1 nachbaut, gewinnt ihr immer. Einfach wegen den Apparaten, da wird der Gegner niemals vorbeikommen. Ihr baut einfach eine Mauer aus Apparaten und der Gegner wird nie zu euch durchkommen. Das ist das Deckprofil und ich hoffe, es hat euch gefallen.